S. What the fuck? Das ist ja komisch. Oh. Und wir fliegen schon wieder. Eieiei. Aber es geht natürlich schön die Luzi ab. So, wir müssen jetzt im Prinzip hier rum. Mal gucken. Ob wir hier irgendwie durchkommen. Da sind wieder Gegners. Ja, genau. Mach mich nämlich nicht zornig. Aber ich habe festgestellt, dadurch, dass wir unser Cape abgelegt haben, kriegen wir hier ganz schön einen auf die Mütze. Mit H können wir uns heilen, aber irgendwann sind die Dinger auch mal alle. So, machen wir mal weiter. Ach, das ist ein Kumpel. So, schauen wir doch mal. Halt, hier die rote Fahne hat sich etwas entfernt. Wen müssen wir denn hier killen? Leute, das haben wir doch letztens schon mal versucht. Jetzt können wir hier warten. Da kommt was. Was hat denn er da? Das sieht ja nicht schlecht aus. Was gibt's hier? Ah, wir haben schon wieder zwei Punkte. Ach, jetzt haben wir den ausgeskillt, okay. Dann tun wir das hier noch drauf machen. Okay, so. Schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Oh, was hat er fallen lassen? Geld. Also wir haben immer noch nicht so richtig, ich habe immer noch nicht so richtig raus, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall fliegen wir schon mal über die Map, das ist schon mal ziemlich cool. Wobei ich sagen muss, entfernen wir uns wahrscheinlich gerade wieder von unserem eigentlichen Ziel. Na, ich wollte gerade sagen. Es sieht aber auch nicht so aus, als wenn man jetzt hier irgendwie hier rüberkommt. Ey. Hau mich nicht, ich hau dich auch nicht. So, da hinten, ich gucke mal auf die Minikarte, deswegen sage ich das. Sehen wir so langsam aber sicher. Licht am Horizont. Ist das aufregend? Das ist aufregend, jawohl, ich weiß. Aber ich möchte eigentlich zu diesem, wenn man hier die Maus noch sieht, hier, zu diesen zwei kleinen Pünktchen möchte ich eigentlich gerne. Weil ich denke, dass das ist unser Ziel. Irgendwie haut das hier nicht ganz hin mit den. Wo ist denn unser Kettenblitz? Das ist doch. Nein, wir müssen frei sein. Ja, ihr müsst bereit sein. Die Sache ist gelaufen, Leute. Es gibt nichts mehr zu sehen. Gibt nichts mehr zu sehen. Was seid ihr für welche? Wirft man Cola-Nüsse zum Wahrsagen auf ein Brett. Ich wette, das wusstest du, oder? Ich wusste das nicht, dass man in Nigeria Cola-Büchsen auf ein Brett wirft, um wahr zu sagen. Habt ihr das gehört, ja? Das ist ja, also hier lernt man ja aber so richtig noch was dazu. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier völlig da unten ist eine Leuchte. Taskmaster Institute, die Lektion des Taskmasters. Okay, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Hallo? Ja, der Kollege, der wird wahrscheinlich auch dahin wollen. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich einfach mal gucken, ob wir nicht uns dahin teleportieren können irgendwie. Ich versuch's nochmal hier unten. Ja, das ist natürlich so eine Sache.
Ah ja, das sieht ganz gut aus hier, Manfred Damm. Au! Jetzt wird's sauer. Jetzt wird's aber, du, jetzt wollen die das aber ganz schön wissen. Was hab ich denn hier? Wieso leuchtet denn das so? Hallo? Hallo, Leuchte? Okay. Aber unser Pfeilchen ist größer geworden. Spüre meine Zorn. Jawohl. Den Zorn der Götter. Das geht dich nichts angucken. Warum nicht? Rettung der Beamten gescheitert. Naja, wir wissen ja, dass wir das vorhin schon mal irgendwie hatten. Oder letztens, sag ich mal. Dass wir da irgendwie ja, Beamte befreien sollten. Das sind, glaube ich, diese roten Aufgaben, die wir hier machen. Was? Wer ist denn er hier? Also das ist ein bisschen... Es ist ein bisschen fragwürdig, wie ich hier... Wir hatten doch beim letzten Mal... Ich muss hier nochmal was checken. Wieso geht das nicht? Verstehe ich nicht. Also den haben wir ja schön ausgeskillt, aber irgendwie funktioniert das mit der Taste nicht. Okay, also wenn wir S drücken, dann funktioniert das. Und ich bin auch immer zu bleibe ich stehen. Das liegt daran, dass ich immer zu gestunt werde. Alter Schwede. Hier geht aber schon wieder sowas von die Post ab. Wer sind denn die eigentlich hier? Die Kollegen? Die sind ja auch ein schlecht Ass. Also es gibt immer wieder was Interessantes zu sehen. Und ich finde diese Kollegen hier, diese Gelben, die sind ja richtig interessant. So, ich habe einen Knopf gefunden. Mit S können wir diesen Multiskill nutzen. Na, du einsamer Rächer hier. Du wirst es nicht schaffen. Und ihr schon wieder? Also mit S kümmern, denn das steht ja natürlich auch hier drauf, gell? Ist ja klar. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich hier immer irgendwie Dummnüll mache, weil nämlich... Ja, ich hier mit WASD immer versuche zu laufen. Und das funktioniert natürlich nicht. Na genau, Sister, das sieht doch wieder aus. Und hier sind, gibt es ganz viele Geschenke. Was immer in diesen Geschenken drinnen sein mag. Ob wir es dieses Mal noch rausfinden? Ja, ich weiß es nicht. Das geht dich nicht angucken. Na also. Moment, müssen wir hier. Der hat auch schon wieder ein Geschenk fallen lassen. Guck mal an. Wahrscheinlich ist das irgend so eine Quest. Wir haben ja Weihnachten gehabt, ne? Also ich habe schön Weihnachten gefeiert die letzten 3 Tage. Jetzt warte ich auf Silvester. Muss natürlich wieder immer zu arbeiten zwischendurch. Deswegen kommen meine Videos auch immer, ja, sag ich mal so, in der Woche mal eins. Es ist halt immer nicht so einfach, das unter einen Hut zu kriegen. Wow, was macht er? Aus dem Weg! Du entehrst ein erhabenes Tier, Rhino. Aha, du entehrst ein erhabenes Tier. Hier ist Rhino, ja. Moment, Moment, Moment. Da ist er. Au! Oh! Jetzt hat er es aber gewollt, gell? Und ich bin aber schön gesterbselt. Das bedeutet, wir müssen beim Wegpunkt wieder anfangen. Ihr seht, wir sind nicht davor gefeit zu sterben. Ich sag mal, egal wie viel, ja, egal wie gut wir sind. Und Rhino war schon heftig, aber den haben wir doch eigentlich schon mal getötet.
Gehen wir nochmal hier rein. Jetzt mal hier das Rote holen. Müssen wir wahrscheinlich doch ein bisschen mehr rumrennen. Sonst macht uns der Reno nochmal platt. Aber den würde ich jetzt gerne töten wollen. Na. Irgendwie klappt das auch nicht immer mit dem Multiskill. Hallo? Wieso rennst du jetzt? Er rennt um mich rum. Du hast hier keine Chance. Hoppala. Okay, was haben wir hier? Elastischer Gürtel. Aufladen ist wichtig. Und Reno ist, glaube ich, tot. Wenn ich das richtig sehe. Hallo, Schwester? So, da unten müssen wir eigentlich rein. Aber hier war ja noch Reno. Oh, oh. Der Sturm verschont nichts. Ja, genau. Könnte man so sagen, dass der Sturm nichts... Ich sammle hier alles auf. Warum eigentlich? Es wärmt mein Herz, dich zu sehen, Peter. Peter? Warum? Das geht dich nichts an, Kumpel. Das geht mich nichts an. Ich denke aber schon. Ororo, ich kenne niemanden mit größerer innerer Stärke und Schönheit. Tja. Ich finde ja die Sprüche, die immer ablassen, sind eigentlich relativ cool. Vor allen Dingen auch gar nicht langweilig, sage ich jetzt mal. So, dass mir das irgendwie auf den Beutel gehen würde, so nach und nach. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Dazu tapfen wir mal hier runter. Ich will nochmal schnell ins Inventar gucken, ob wir nicht irgendwas Schönes aufgesammelt haben. Für Mrs. Marvel. Wer ist denn Mrs. Marvel? Das Ding können wir nicht. Ich bin wahrscheinlich nicht hier, dieser komische... Wie heißt der? Luke Cage. Aber Luke Cage, das erinnert mich so ein bisschen an Mortal Kombat, oder? Deckende Maske. Captain America. Okay, da haben wir nichts. Gut, da gucken wir doch mal hier rein. Ah, ich dachte, es kommt ein Video, die wir ja auch, wie wir gelernt haben, auch immer ziemlich cool finden. Das ist natürlich die Sache. Hier ist der Taskmaster. Besiege den Taskmaster. Den müssen wir erstmal finden. Die machen hier schon alles kaputt. Das finde ich gar nicht toll. Und ich habe auch schon wieder irgendwie Gruppenmitglieder. Hallo Leute. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich weiß irgendwie nicht genau, wie ich die annehme. Und wieso die dann mit einmal in der Gruppe sind. Okay, wir sehen hier oben unsere Gruppenmitglieder, wo sie hingerammelt sind. Dann gehen wir doch mal hinterher. Wahrscheinlich, es könnte sein, dass wir vielleicht die Gruppenmitglieder sogar brauchen, dass wir den Taskmaster wahrscheinlich gar nicht alleine irgendwie killen können. Aber, ach, erstmal noch ein bisschen Portinkies aufnehmen. Aber ich glaube, das ist alles nur so Geldschneiderei. So, hier ist wahrscheinlich schon unser Ziel. Du kannst mich mal hier... Kleiner. Da kann ich natürlich nicht so viel erkunden, ne, wenn die hier schon alles kaputt machen. Schauen wir mal. Ja, komm her, Baby. Taskmaster, denk dir mal deine eigenen Tricks aus. Sister? Müssen wir, glaube ich, noch hier durch und da geht es jetzt los hier. Wo ist er? Das ist er. Kleihammern. Ich schätze, ich habe meine Lektion gelernt. Du hättest mich nicht herausfordern sollen. Okay, super. Wir haben den Taskmaster erledigt. Und unsere Gehilfen. Vielen Dank dabei.
Ja. Sind auch schon wieder weg, so schnell geht's. Bin ich da, bin ich weg. Oh, hier, das sieht gut aus. Die Manschetten werden wir uns mal anlegen. Jawohl. Und kritische Trefferchance, Raw-Item found, plus 1 auf aktuellen Rang von Blitzschlag. Na dann, tun wir den mal drauf. Und wir haben den Taskmaster-Medaille. 6% Chance, Projektile abzuwehren. Okay. Und hier sieht man, dass der Kollege auch ein Energiegewehr weggeschmissen hat. Das können wir quasi auch machen.